Kannst du mich denn hören? Kannst du mich hören? Du kannst mich auch nicht hören. Ich kann dich auch nicht hören. Das trifft dich gut. Aber sehen kann ich dich. Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Ich habe aber ein ganz schlechtes Bild von dir. Ja, ich habe von dir auch ein ganz schlechtes Bild. Warte mal. Ich probiere noch mal woanders hinzugehen. Guck mal nach, ob es besser geht. So. Moin, lieber Boris. Moin vom Attersee in Osnabrück. Genau. Moin aus Südfrankreich, mitten im Naturschutzgebiet, mit wirklich, muss jetzt sagen, schlechtem Internetempfang. Ich kann schon von hier kein YouTube mehr machen, weil auch an einem Mast von Orange, das heißt, diese Telekom-Firma hier ist auch irgendwie kaputt. Insofern müssen wir uns für die Qualität müssen wir uns jetzt entschuldigen. Das nützt nichts, aber trotzdem probieren wir, einen guten Ton hinzukriegen. Genau, vielleicht bringt das ja was. Und vielleicht kann man es ja im Video noch nachbearbeiten. Aber es ist ja schön, dass man im Ausland anscheinend die gleichen Sorgen hat. Mit noch nicht funktionierendem Internet. Gut, man muss sagen, in Frankreich ist es im Naturschutzgebiet, in Deutschland ja mitten in der Stadt, wo es nicht funktioniert. Insofern. Ja, du, wie lange bleibst du da im Urlaub? Eine Woche haben wir hinter uns, 2 Wochen ziehen wir noch durch. Wow, du bist ja noch 2 Wochen länger weg als ich. Bin ganz froh, ich habe meinen Campingurlaub jetzt in diesem Jahr verlängert, also von einer Woche auf 2 Wochen. Und das tut auch nicht gut. Also ich muss sagen, wir sind jetzt noch nicht mal eine ganze Woche hier und freuen uns sehr. Ich mit meinen Freunden und Familie ist zu Hause. Die freuen sich aufs Taylor Swift Konzert, gehen dahin, haben den ganzen Stress. Und ich habe mein Zelt, mein Campingzelt aufgebaut und kann mich hier total entspannen und freue mich auch sehr, sehr, sehr drüber. Wir haben super Wetter. Es ist 20 Minuten weg von meinem Zuhause mit dem Auto. Das heißt, ich kann meine Mutter noch holen und wir machen einen schönen Grilltag zusammen. Also alles perfekt, schönes Wetter, alles gut. Genau so soll es sein. Wir haben herrliches Wetter, wir haben Strand, wir haben 4 Hunde, mit denen wir mit 2 Bollerwagen zum Strand gehen, Zelte aufbauen und den ganzen Tag da verbringen, lecker Essen mitnehmen. Wie gesagt, das Wetter herrlich, das Essen herrlich, Frankreich herrlich, die Leute freundlich. Mehr geht nicht. Ich bin auch echt froh, nach den stressigen, wirklich stressigen Wochen, die ich hinter mir habe, einfach mal nichts zu haben. Ja, und wie hat Mieps denn nun auf das Wasser reagiert? Mieps hat sich, sag mal so, vorsichtig begeistert. Ich würde es beschreiben als vorsichtig begeistert. Sie ist einmal schon von der Welle überrannt worden, aber das hat ihr nicht viel ausgemacht. Sie ist aber nicht jemand, der direkt ins Meer springt und schwimmt, sondern sie ist gerne ein bisschen so mit den Füßchen mal drin, um mal ein bisschen den Bauch kühlen, aber das war's. Sehr schön. Und was macht ihr in eurer Freizeit? Ich frage das deshalb, weil wir sind der Skippo-Sucht verfallen. Wir spielen Skippo, kennst du Skippo? Gab es Ja. hier. Wir machen ehrlich gesagt ganz wenig, sondern wir lesen am Strand, lesen wir. Und ansonsten hängen wir auch ganz viel rum und hören ein bisschen Musik und ein bisschen Podcasts und machen alles das, was wir sonst machen, machen wir nicht. Ja, das schon. Also ich habe auch ein bisschen, man muss ja ein bisschen, man möchte ja ein bisschen dranbleiben, also gucke ich dann zwischendurch mal so nach, was so passiert ist. Die Nachricht der Woche, um uns mal vielleicht von der Politik ein bisschen fernzuhalten. Die Nachricht der Woche ist ja gewesen, dass Ralf Schumacher schwul ist. Ich fand das so interessant, was sie davon gemacht haben. Vor allen Dingen, also nee, vor allen Dingen, für wen ist das die Nachricht der Woche? Weil wir haben das eigentlich immer gewusst, also immer schon. Und zwar nicht so hahaha-mäßig, sondern so, das war immer klar, dass Willi Weber das nicht wollte und dass der wollte, dass der trotzdem anständig drin ist. Die Diskussion, die ich hier mit meiner Frau hatte, ist, hat sie es gewusst? Hat Cora das gewusst? Und zu welchem Zeitpunkt hat sie es gewusst? Und so, das ist eine spannende Frage eigentlich, aber wir werden es nicht erfahren. Naja, also das weiß ich nicht genau. Ich habe ja zur Eröffnung des Pulverfasskabarets, und zwar am Steindamm, an der Reeperbahn, das ist schon 20 Jahre her oder so, dass die da auch hingezogen sind, habe ich ja mit einer Bildreporterin zusammengesessen, also vor circa 20 Jahren. Ja. Und die hat mir damals erzählt, dass Ralf Schumacher schwul ist, dass Cora eine Prostituierte ist
Und dass der Sohn von Ralf, das Kind von Ralf, ich glaube, der Sohn, ist von dem Manager. Also die Das Geschichte habe mit ich immer Cora, gewusst. genau, die Geschichte mit Cora ist nicht so. Tatsächlich, das ist ein Tankstellenmädel, die aus dem Motorsport irgendwie auch irgendwie kam. Die andere Geschichte weiß ich nicht, die kenne ich nicht, aber den ersten Teil der Geschichte war mir immer seit auch 20 Jahren schon, also als wir noch sogar in Köln gewohnt haben und so, das war eigentlich immer klar. Ja, ich habe ja immer diese Witze gemacht. Ich habe immer gesagt, Sandfrauen, was ist eine Sandfrau? Denn wenn ein Schwuler nicht möchte, dass die Leute wissen, dass er schwul ist, dann nimmt er sich eine Frau und geht mit der auf öffentliche Anlässe und diese Frau streut den anderen Besuchern Sand in die Augen. Deshalb ist das eine Sandfrau. Ja, Und schön. dann habe ich immer in dieser Branche zum Schluss gesagt, na, sowas brauche ich nicht. Wer braucht eine Sandfrau? Schumacher, Löw. Also wir warten jetzt noch auf das Outing von Herrn Löw. Scholz. Ja, Scholz. was mit Herrn Scholz eigentlich? Ja, das kann ich mir ja immer. Also wenn Scholz, ich meine, daran haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, aber das ist aber dann eine echte Klemmschwester. Also ich weiß das nur, dass ich, also in Hamburg erzählen sich das ja alle immer schon, auch übrigens, zu der Zeit, wo er auch da noch war. Also das ist für mich genauso eine Geschichte wie mit Schumacher damals. Das wird sich einfach so immer erzählt schon. Und es gibt ja anscheinend auch da irgendwie hinten in Altona auch eine Wohnung, die Tag und Nacht bewacht wird für teuer Geld von irgendwie zwei Security-Kräften. Und da geht er mit seiner rechten Hand, hätte ich fast gesagt. Aber ist ja tatsächlich, also der Amtsleiter oder wie der heißt, mit dem geht er da immer hin. Also wie gesagt, ich war ja nicht dabei. Ich kann gar nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass ich warte darauf, dass das kommt. Ich finde es ehrlich gesagt auch, mir ist es ja, weißt du, mir ist es doch völlig egal. Also ich weiß gar nicht, dass man heute noch, also in so LGBTQ plus bla hin und her Zeiten, dass man überhaupt noch darüber redet, dass es überhaupt noch ein Thema ist, ist ja schon peinlich. Ja, das finde ich ja auch. Das ist ja hier, die Billie Eilish hat ja in einem Interview auch gesagt, sie liebt auch Frauen, aber sie möchte nicht, dass man da drüber redet. Aber sie sagt das in jedem Interview. Also. Und das Das andere, was uns diese Woche ja ein bisschen im Urlaub gestört hat, ist ja Frau Faeser, die jetzt, glaube ich, inzwischen tatsächlich, also jetzt hat sie wahrscheinlich irgendwelche Bücher gelesen von 1930, Mörp, und von 1961 oder so. Was die inzwischen, also was da mit diesem Verlag passiert ist, der diese scheiß Zeitung rausbringt, die keine Sau interessiert eigentlich und die manchmal in Artikel wohl geschrieben hat, die ganz gut sind und andererseits auch ganz viel Schrott zusammenschreibt und fantasiert. Von einem Typen, der immer ganz links war und jetzt plötzlich ganz rechts ist und so. Aber diese Zeitung dicht zu machen und damit sozusagen dem gesamten deutschen Journalismus in den Hintern zu treten und anzufangen, jetzt Medien zu verbieten, das ist ja genau das, was in dem Buch von diesen beiden linken Harvard-Professoren steht, Wie Demokratien sterben, heißt das, was immer passiert und was die machen. Ich finde das richtig schlimm und erschütternd. Das hat mich also im Urlaub die einzige politische Nachricht, die mich wirklich beschäftigt hat, dass das in Deutschland möglich ist, dass auch von einer. Dass die Innenministerin eine Firma dicht macht und denen die Stühle und Tische und Autos wegnimmt. Was denkt sie denn, dass in den Stuhlbeinen geheime Nazi-Botschaften stecken oder was? Dann ist sie da mit einer Truppe eingelaufen. Diese Truppe, mit der sie eingelaufen ist, ist so, als ob sie Angst hätten, dass die da mit Maschinengewehren sitzen. Das ist wirklich irre. Wirklich durchgescheppert und irre. Ja, Herr Steinhöfel hat ja gesagt, das ist ja irgendwie mittlerweile so die Praxis von denen, dass sie Ja. dann immer mit so einem Überaufgebot irgendwo angelaufen sind. Das wäre schon bei der Reichsbürger Rollator-Truppe so gewesen, als wenn man damit rechnen müsste, dass SA-Geschütze in den Ja. Schießscharten warten und losschießen. Ja, mich hat das auch ein bisschen, also für uns ist das ja nichts Neues, dass die Regierung so vorgeht. Ja. Aber ich glaube, das hat jetzt tatsächlich auch eine andere Qualität. Ich bin mal gespannt, ob sie damit durchkommt. Denn wenn man Herrn Nein. Steinhöfel glaubt, der hat ja gesagt, klipp und klar ist das ganz klar ein Verfassungsbruch. Und Ganz klar. der kommt damit nicht durch. Ich bin Aber gespannt, bis wie dahin es ist der weitergeht. Typ pleite. Weißt du, bis dahin ist der Typ pleite, das ist das Schlimme. Sie hat ja das Ding trotzdem zerstört. Sie hat ja Autos, Möbel, alles weggenommen, Faxgeräte, alles weggenommen, einfach um den Laden zum Schweigen zu bringen, sozusagen. Und dann hat sie ja erzählt, das wäre sozusagen, sie macht das zum Schutz für das Land und für die Deutschen. Also die größte Gefahr, ja, sind nicht
die messermordenden Banden, diese ganzen, die sich jetzt Talahons, ich weiß nicht, ob du Talahons kennst. Talahons sind die, die jetzt junge Leute, die auf der Straße sich zusammenrotten und dann solche Sachen sagen wie: Frauen müssen sich unterwerfen. Hier, willst du meine afghanische Gurke riechen, du Schlampe? Und solche Sachen haben die in ihren Texten, die sie da verbreiten auf der Straße. Die sind gar keine Gefahr. Messerstecher sind keine Gefahr. Es ist auch keine Gefahr, dass die Wirtschaft ruiniert ist und dass wir keine Energie mehr haben. Alles keine Gefahr. Die wirkliche Gefahr ist dieses eine kleine Magazin mit 40.000 Auflagen. Und wer das ernsthaft sagt als Innenminister, hat seinen Job nicht im Griff. Die hat gar nicht verstanden, was los ist. Das Schlimmste ist, jetzt nach der EM will sie auch die Grenzen wieder aufmachen, damit das noch so weitergeht. Die Frau ist wirklich, die ist wirklich eine, also die ist wirklich, wie Steinhöfel gesagt hat, das ist die größte Gefahr für die Demokratie, die wir zurzeit haben, ist die Frau Faeser. Das ist so. Also ich sehe das auch so. Nicht, dass Sie denken, ich bin einer anderen Meinung, aber ich habe so ein bisschen wie sagt man, die Messer weggelegt und die Fahnen hochgehalten, weil ich einfach finde, da momentan bin ich in so einer Stimmung, wo ich so sage, naja, ich kann es eh nicht ändern, dass die da oben alle durchdrehen und was die alles so machen. Es ist aber interessant, dabei zuzuschauen, was nämlich jetzt zum Beispiel wie heißt es, ich habe mich hier rausgenommen, in Leeds in England gibt es riesige Krawalle von Migranten. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das hat der Gerd Hirmann. Und das Interessante ist, dass die Tagesschau da überhaupt nicht drüber berichtet. Das ist auch so eine Sache, wo ich dann so denke, da wird eine halbe Stadt angezündet. Und in der Tagesschau war heute, dass die Erdbeerernte knapp ausfällt. Aber weißt du, das ist das Gleiche wie damals, als in Paris die Barrikaden gebrannt haben. Da hat ja die Redaktionsleitung der Tagesschau gesagt, für der Haupttagesschau, darüber berichten wir nicht, wir wollen sie ja nicht auf Ideen bringen. Und genau das ist das System. Die berichten die Tagesschau und auch heute und wie sie alle heißen, die öffentlich-rechtlichen Nachrichten und diese ganzen Zeitungen, die auch in diesem Netzwerk drin sind, alle die sind keine Informationsquellen mehr für die Wahrheit. Das ist nichts weiter als Regierungspropaganda. Und das ist ganz, ganz, ganz dramatisch, finde ich. Übrigens, richtig dramatisch, finde ich. Kennst du Georg Heil? Nein. Georg Heil ist der Bruder von Hubertus Heil, unserem Arbeitsminister. Und weißt du, was der Georg Heil für Beruf hat? Der ist der Chefredakteur von Kontraste, diesem ARD-Magazin. Und Ja. weißt du, was spannend ist? Als die Verlagsdurchsuchung anfing, stand der Mann schon vor der Tür. Der stand übrigens auch als erster vor der Tür, als es damals gegen die Rollator hier Reichsbürgergang ging. Der ist vorher informiert worden. Auch jetzt ist er wieder vorher informiert worden aus Regierungskreisen. Und der Mann steht vorher vor der Tür. Das ist ein Geheimnisverrat von Staatsgeheimnissen. Und das ist illegal. Das wird mit, ich glaube, Haft bis zu 5 Jahren bestraft, haben hier Experten gesagt. Und ich würde gerne wissen, wie das sein kann, dass Herr Heil immer vor allen anderen Bescheid weiß. Wieso, wie erfährt Georg Heil, dessen Bruder Bundesarbeitsminister ist, wie erfährt er das? Wer erzählt ihm das? Und wer verstößt dagegen welches Gesetz? Dass der da immer steht als erstes, ist doch erstaunlich. Ja, natürlich. Also dazu hat Steinhöfel ja auch gesagt, dass das total verboten ist, darf man nicht machen und dass sie das aber immer wieder tun, dass das gängige Praxis ist. Und trotzdem sitze ich dabei und denke, man macht mal ruhig so weiter. Ich meine, ich kann es ja nicht ändern. Mein Gefühl ist im Moment wirklich, das ist wie ein Fernsehprogramm. Auch wenn du nach Amerika guckst, was da jetzt mit Trump passiert, das ist doch genau das Gleiche. Überleg mal, wie viel Glück der gehabt hat, dass der die Kugel nicht abgekriegt hat. Und ja, ich nehme an, der wird die Wahl gewinnen. Und ich denke, Jo Faeser sagen, das ist doch schön, so bleibt es doch spannend. Also tatsächlich ist es, du guckst ja von außen an. Das Schlimme ist nur das, ne? Wir in Deutschland müssen ja irgendwann überlegen, wo sind wir noch sicher? Und wenn du diese Talahons anguckst, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, also musst du mal googeln sonst. Diese Talahons, diese ba Jugendbanden, die sich zusammentun, also das sind diese ganzen mit oder ohne deutschen Pass, ist scheißegal, aber das sind diese ganzen Migrationsleute aus Afghanistan und sonst irgendwas, wie die Frauen behandeln, die treten gerade, im Moment gerade, in deutschen Großstädten, aber nee, in deutschen Städten, auf den Marktplätzen von deutschen Städten, treffen sich diese jungen Leute und feiern sich dafür, dass sie die Frauenrechte und die Rechte von Minderheiten mit Füßen treten, in einer Art und Weise, ne, also von wegen hier, lutsch meine afghanische Gurke, du Schlampe und solche Sachen. Dagegen sind die deutschen Rapper, die Proletenrapper, sind ja ein Dreck dagegen. Die meinen das richtig ernst und sie wollen dann von wegen, wenn die Frau sie verlässt, dann schneidet man ihr die Kehle durch. Komm her, ich schlitze dir die Kehle durch und solche Sachen. Das sagen die. Die führen sich auf wie die Irren, das sind zwischen 16 und 25-jährige Jugendliche,
Und irgendwann übernehmen die, also das merkt man jetzt schon, die übernehmen immer mehr von unserem Alltag. Die übernehmen, also auf dem Bitburger Marktplatz zum Beispiel, wenn da Markt ist, war früher Markt. Heute sind alle Bänke besetzt, da sitzen die Talahons, die sogenannten. Und skandieren und rufen Frauensachen hinterher und sowas alles. Und hier im Moment gerade in Deutschland wird, also Alice Schwarzer, ich weiß gar nicht, also dass die Frau noch überhaupt, also die muss doch ausflippen jeden Tag, dass alles das, was sie für die Frauen mal erkämpft hat und was auch die ganze, sag mal, Homo-Bewegung, was die für sich an Freiheit erkämpft hat, das alles wird gerade vernichtet. Aktiv vernichtet und keine Sau tut was. Das wird einfach akzeptiert. Frau Faeser findet das völlig in Ordnung. Und dann von wegen, ja, das sind ja Jugendliche und so. Genau, das sind Jugendliche. Diese Jugendlichen sind eine größere Gefahr als jeder verkackte Verlag, der irgendwelche komischen Schmierenblätter rausbringt. Das ist doch irre. Wir leben in einer Irrenanstalt und wir müssen uns überlegen, weil eines Tages stehen diese Jungs bei dir in der Bude und sagen, du darfst deinen Job nicht mehr machen. Ja, Und natürlich. Also gleichzeitig steht Frau Faeser in deiner Bude und sagt, du darfst deinen Job nicht mehr machen. Und ich glaub man 100%, diese Bundesregierung ist so kurz davor entfernt, Lager aufzumachen, wo sie Leute reinstecken, die ihnen nicht gefallen. Die sind so kurz davor. Das ist für uns unvorstellbar, aber das war damals für die Menschen auch unvorstellbar. Sie werden alle, die so renitent sind und die gegen sie sind, die werden sie in Lager stecken wollen. Die Fantasien haben sie schon. Das ist irre, das ist wirklich irre. Und wir merken es gar nicht. Wir lassen es uns gefallen, wir gucken uns das an, so als ob das uns nicht betrifft. Ich glaube, dass wir irgendwann überlegen müssen, wo wir hingehen. Ich sage das ja schon seit längerem und freue mich darauf, dass ich mit meiner Frau jetzt bald mal nach Ungarn gehe, um mich da zu erkundigen, weil da zum Beispiel sind keine Talahons und zwar gar keine. Und der Herr Orban ist, muss man ehrlich sagen, den Sie jetzt dissen bis zum Geht-nichts-mehr, haben die Frau von der Leyen auch noch wiedergewählt. Die schlimmste von allen. ja. Die Kriminelle von der Leyen. So, jetzt stell mal vor. Und jetzt fangen Sie an, weil der einzige Politiker, der das macht, was man machen muss in Kriegs- und Krisenfällen, nämlich sprechen, 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 immer sprechen, der das gemacht hat, den blamen Sie jetzt. Das ist auch alles so durchgescheppert. Deswegen, ich bin froh, dass ich im Urlaub bin. Ja, aber dass die gewonnen, dass die die Wahl gewonnen hat, das hätte ich nicht geglaubt. Also ich war wirklich der Meinung, die wird die Wahl nicht gewinnen. Meinst du denn, dass Trump die Wahl gewinnt in Amerika? Ganz ehrlich, mittlerweile, ich finde das, was da, also jetzt mal ein bisschen, ich habe ja viele amerikanische Freunde und so, und zwar aus beiden Lagern mehr oder minder. Aber die alle, also keiner gibt einen Pfifferling mehr auf Biden. Eigentlich hoffen sie alle, dass er stirbt, weil dann gibt es nämlich für die Demokraten sozusagen diesen Todesbonus. Und dann, wenn dann irgendjemand kommt, der das übernimmt, dann ist der nicht ganz so jemand, der es aktiv übernommen hat und der was weggenommen hat. Aber es ist nicht mehr lange hin. Nach dem Anschlag auf Trump, wo es auch noch viele Fragezeichen gibt, glaube ich. Schon mal vor, der Schütze war auf dem Dach von da, wo die Polizei untergebracht war. Und dann hat ein Besoffener irgendwie oder halbwegs angetrunken, hat noch gesagt, da geht gerade einer mit dem Gewehr hoch. Dann geht da ein Polizist hin, sieht den, dann bedroht er den. Der Polizist geht wieder weg, anstatt seine Waffe zu holen und den wegzuknallen. Ja, dann schießt er auf Trump und trifft ihn am Ohr. Das ist so irre. Also ich glaube, jetzt mittlerweile würde ich sagen, ich hoffe, dass Trump gewinnt, weil es der Einzige ist, der die Welt umdrehen kann. Mit seiner Art, und da kann man tausendfach gegen ihn was sagen, aber wenn du seine Bilanz der letzten Regierungszeit von ihm anguckst, dann ist die so schlecht, ehrlich gesagt, nicht. Und die Alternative gibt es nicht in Amerika. Es gibt keine Alternative. Ich finde, er hat unglaublich schlau seinen Vize gewählt. Unglaublich schlau. Ich mag den Mann, der eben durchs Bild gegangen ist. Also, die wissen das nicht. Ich muss mal eben unterbrechen. Die wissen das nicht, dass Dinge dauernd durchs Bild laufen. Der dicke, nackte Mann gerade nicht. Und die Claudia, die vorhin zur Toilette gegangen ist, auch nicht. Hinter mir Ja. herrscht das eben. Und ich dachte, das wird total lustig. Das werde ich denen sagen, wenn der Podcast fertig ist. Ja, Weil auf jeden Boris, Boris hat gerade gesagt, der Mann ist ja lustig, der da durchs Bild gelaufen ist. Ja. Ja, das ist Ja. Urlaub. Also auf jeden Fall, ich hoffe tatsächlich, inzwischen hoffe ich, dass er gewählt wird, weil ich glaube, es ist der Einzige. Ich glaube auch, dass er mit einem Handstreich diesen Krieg beenden wird. Vielleicht auch zum Nachteil der Ukrainer, was mir nichts ausmachen würde, wenn es zum Vorteil ist der Leben der jungen Ukrainer, die gerade jeden Tag da sterben. Weil für mich geht Menschenleben vor Land. Und die Tatsache, dass dann Putin da unten diese Gegenden, wo sowieso Russisch gesprochen wird und die permanent im Krieg waren mit den Westukrainern, dass das dann Russland ist, ist mir persönlich, also ich bin ein Gegner des Angriffskriegs, aber ich bin auch ehrlich gesagt, also da ich ein bisschen Hintergrundwissen habe und ja viele Ukrainer kenne aus meiner AIDA-Zeit und so und weiß, wie Ost- und Westukrainer zusammenstehen und nicht zusammenstehen und dass die sich eher die Ostukrainer eher zu den Russen gezogen fühlen, das habe ich selber jeden Tag erlebt. Insofern muss ich sagen,
Ich hoffe, dass Trump gewählt wird. Das sagt man zwar nicht, glaube ich, aber ich hoffe es trotzdem, weil ich glaube, der wird einiges ganz schnell bewegen. Und mir ist es scheißegal, ob er sagt, America first. Das sollten unsere Leute auch mal sagen. Bei uns ist es ja so, dass unsere Politiker sagen, Germany last. Das Einzige, was sie Ja. wollen, ist das Land vernichten. Für sie ist Deutschland, die sie gewählt haben, die sie bezahlen, ist für die der letzte Dreck. Die wollen uns komplett versenken. Und wenn sie es nicht wollen, dann machen sie es fahrlässig. Und es ist beides gleich schlimm, weil das nämlich auf unserem Rücken passiert. Dieses Land wird erneut komplett niedergeritten. Und ich glaube, dass das Das glaube durch ich. Trump. Das glaube ich auch. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ja auch mit so ein bisschen Abstand jetzt mal geguckt, was so passiert. Und die Dinge, wir können sie sowieso nicht ändern. Wir reden da so kurz darüber, so kurz darüber und so, wir können das nicht ändern. Und ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich keine Zukunft für meine Tochter habe, weil die in diese Welt reinwächst und dass sie muss dann übernehmen und ich kann sie nur so gut wie es geht darauf vorbereiten. Also insofern, Nee. ich sage das, ich sage gerne, dass ich möchte, dass Trump gewinnt, weil es total spannend ist, wenn der gewinnt, was der da macht und was dann passiert. Und Also genauso und ist es auch. Biden? Also Das geht gar Biden, wer das nicht schnallt, dass das Ding vorbei ist, der hat es ja nicht alle. Ganz ehrlich, der ist nicht mehr zurechnung, geistig nicht mehr nicht. Naja, aber zurechnungsfähig. das ist ja das beste Beispiel dafür, dass wir umgeben sind von einer Leute, ideologisierter Blindgänger. Das merkst du auch Ja. schon daran, dass die jetzt 5 Jahre dazu brauchen, um festzustellen, dass bei beiden vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Das ist doch eben schon vor 3 Jahren klar gewesen. Eigentlich ist es völlig klar, dass jemand, der so agiert, der sich dauernd irgendwo hinsetzen will, wo kein Stuhl ist, Leute begrüßt, die da sind, dann der keine Treppe mehr steigen kann. Und das sagen die jetzt. Oh, das ist aber besorgniserregend, wie der jetzt noch ist. Der war immer schon so drauf, also die letzten 5 Jahre. Und da muss man sagen, der Scholz, und damit hat er bewiesen, dass er auch unter Demenz leidet, und zwar ganz extrem, weil er hat ja gerade noch erklärt, vor ein paar Wochen, dass der Biden also in Topform ist und also ganz sharp ist und dass der genau weiß, was er tut und so. Das sind, wenn zwei Demenzkranke sich unterhalten, dann fällt das kaum auf. Dem einen nicht, Ja, wie dem anderen. natürlich. Was sie beide denken, sind es nicht. Das ist. Natürlich, die sind beide vergessen. Also Ja. die sind beide vergesslich, nicht vergessen. Vergessen sind sie nicht, Gott sei Dank, weil sie machen ja die Geschichte spannend. Aber wir könnten ja auch mal den Zuschauer, der uns hier ziemlich eingefroren am Bildschirm sieht und den lustigen, dicken Mann, der gerade hier durchgegangen ist, wir könnten den ja mal auffordern, den Zuschauer und den Zuhörer, könnten wir doch mal sagen, wenn jemand Informationen darüber hat, ob Olaf Scholz ein homosexueller Kanzler ist, das würde mich ja wundern. Wenn wir da vielleicht ein paar Leute zusammentragen, so Leute, die sagen, ich weiß auch was. Na, das machen die Linken, machen das ja auch. Die suchen ja auch hintenrum Informationen und streuen sie dann aus. Dann könnten wir doch auch mal sagen, wenn jemand was weiß, ob Olaf Scholz schwul ist, das würde mich schon interessieren. Ja, ich finde es ja gar nicht, ich weiß du, das Ding ist das, mir ist es total egal. Aber es ist nur halt so, dass also im Prinzip, seit die Person also bekannt ist, ist das in Hamburg, und zwar muss man sagen, da ist ja Corny Littmann einer der größten Verbreiter dieser Geschichte gewesen immer. Und der hat ja mit Grote auch zusammen immer gehangen und sowas alles. Also da ist ja, das kam ja aus dem Kreisen zur AIDA-Zeit. Habe ich ja mit denen viel zu tun gehabt. Und da haben ja die Herrschaften das immer, da sind die Hauptträger dieser Botschaft. Die haben das in ganz Also, Hamburg immer verbreitet. im Prinzip ist es mir auch wurscht, ob jemand schwul ist oder nicht. Total. Aber wenn jemand unser Land regiert und so tut, als wenn er der heterosexuellste, konservativste Hengst ist und dann aber sich nach zum Popolecker entwickelt, also das möchte ich dann schon mal doch wissen. Das würde mich dann doch zum interessieren. Und zwar nur aus dem einen Grund, weil er es ja dann versucht, vehement zu verheimlichen. Also, ob ein Schumacher schwul ist oder nicht, ist mir eigentlich egal. Aber unser Bundeskanzler, da würde ich gerne mal wissen, ob das so eine Ja. Klemmschwester ist. Vor allem jemand, der permanent, ja, bei jeder Gelegenheit in bunten Armbändern, mit bunten Ar also seine Mitarbeiter mit bunten Armbändern losschickt, nach Kuwait alle zu erziehen, und der immer beim laufenden Band erzählt, wie frei und gleich es alles ist und wie toll das ist, wenn man homosexuell vielfarbig, vielmeinig, vielfältig und sonst was alles ist, und es selber verleugnet, finde ich schon schräg. Das muss man schon sagen. Aber ich befürchte, wenn du Menschen fragst danach, dann wird es immer das Gleiche sein. Dann werden Menschen mit Fantasie, werden Geschichten sich ausdenken, wahrscheinlich, man kommt der Wahrheit nicht nahe, weil das Irre ist ja das. Ich habe diese Geschichte mit Schumacher sicher 20 Jahre, die das gleiche gilt für Scholz. Und es ist ja trotzdem erst jetzt irgendwie rausgekommen oder beziehungsweise offiziell gemacht worden durch ihn selber. Und davor hat ja die gesamte Presse und alle haben ja nichts gesagt. Also ich verstehe es auch nicht, Ja, die aber. halten ja,
Also dann halten sie ja hinterm Berg. Also ich finde es find ja sehr schade, dass ich nicht mehr so mit Olivia Jones bin, wir ja befreundet, aber Ja. die würde mir jetzt auch nichts verraten. Aber ich glaube, die Olivia, vielleicht hat ja Olivia Jones auch schon was gehabt mit Olaf Scholz. Das könnte ja auch sein. Und da würde ich Und mich dann natürlich auch fragen, wer ist der Mann und wer ist die Frau? Das ist wäre ja das sind dann die Fragen, Frage, weißt die. du, das sind Fragen, da kann ich gar nicht mitreden, aber was ich weiß ist, er hat ja seine Chance verpasst. Er hätte sich ja bei Wobereit hinten anstellen können. Jeden Mann stellt es aber auch genau die richtige Bemerkung. Das stimmt natürlich. Aber das passt ja wieder zu einer alten Freundin von mir. Früher habe ich, wenn man früher in Deutschland schwul war, dann kam man ins Lager. Wenn man heute Bürgermeister werden will, ist eine Grundvoraussetzung, man muss homosexuell sein. Die Berliner haben damit angefangen und dann hatten wir. Wie hieß er denn noch? Der mit diesem, der hatte so eine Frisur wie ein Toupet. Wie hieß er noch? Unser letzter Bürgermeister in Hamburg, der Schwule. Ole van Beust, genau. Ole van Beust, meinst du? Ja. Sah doch immer aus, als wenn der linken Socken auf dem Kopf sitzen hat. So ein bisschen wie so ein, man fragt sich ja, wie kriegt er das Tier auf seinem Kopf dazu, so lange stehen zu sitzen? Also irgendwas ist doch da auf dem Kopf nicht in Ordnung gewesen. Gut, Olaf Scholz jetzt ist jetzt einer. Der steht ja zu seinem breiten Scheitel. Das ist ja keine Glatze. Dem hat nur jemand einen breiten Scheitel gezogen. Ne? Na, Und, das muss und. man sagen, das gibt dazu. Offen. Was gibt dazu? Ja, da ist nichts zu verdecken. Also da gibt es kein, nee. Also, aber ich habe das ja auch gelernt. Als Friseur habe ich gelernt, je mehr männliche Hormone der Mann hat, je weniger Haare hat er auf dem Kopf. Das würde dann ja wieder zu. Ich glaube, dann würde Herr Scholz, ja, ich bin auch, du hast doch viele Haare, ich auch, ich bin eine arme Sau, ich bin mehr Frau als Mann. Wenn ich mehr Mann wäre, hätte ich Ich weniger auch. Haare. Ja, eben, darum, also ist Scholz, dann ist er bestimmt passiv. Also dann würde Wobereit sich bei Scholz hinten anstellen. Also. Ich finde ja, weißt du, was ich ja finden würde, wenn man jetzt schon so Fantasien ist, ne? Stell mal vor, also wenn du in der Ralf-König-Welt unterwegs bist, ne? Da passt doch der Scholz rein mit so Lederriemen und so ein Zeug, meinst du nicht? Obwohl, wenn der so Lederriemen hat oder so, dann sieht er aus wie ein Rollwagen. Bitte. Also das geht irgendwie gar nicht. Aber bei dem Ralf König sind doch die Figuren alle immer so Ja, in seinen Outfits. wir Ja. sehen alle so. Ach, Ralf König wurde ja übrigens auch jetzt gecancelt, ne? Weil Nein. er da. Doch, habe ich gelesen, dass Ralf König, der seine Comics sind sexistisch Ach und was? ganz schön. Ja. Also Sie sind das hat er. sexistisch, ja, wie kommt man denn da auf die Idee? Lauter Bilder mit Pimmeln, die kommt man dann, das hat was mit Sex zu tun. Ja, vor allem Aber ich über wen macht, glaube, was? über wen diskriminiert denn Ralf König jetzt Ja, eigentlich? ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber der war da sehr bewusst drin. Ich muss nochmal zurückkommen auf Scholz. Stell dir mal vor, ich glaube nicht, dass, Wovereit hat ja viel angerichtet, aber ich glaube, dass Wovereit Geschmack hat. Ich glaube nicht, dass der sich unseren Bundeskanzler durch den Schritt ziehen würde. Das kann Nein, ich mir nicht das macht er vorstellen. nicht. Nein, 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 nein. Nein. Das kannst du vergessen. Ja, das glaube ich auch. Echt. Und sonst, wie ist es denn in Frankreich sonst so? Brennen Kirchen und. Sonst ist es wunderbar. Es ist wunderbar. Es gibt, hier sind einfach die Lebensmittel so viel besser als in Deutschland. Dann gibt es hier diesen wunderbaren Käse, den ich auch probiert habe in meinem kleinen. In meiner kleinen Late Night den Menschen näher zu bringen. Nämlich da habe ich also Cheese on Camera ist meine neue Rubrik, wo ich einfach Käsesorten vorzeige. Aber leider haben wir eben so ein schwaches Internet hier, dass wir das nicht live weitermachen können. Ich habe noch 47 Sorten im Vorrat. Aber jetzt muss ich sie einfach aufessen. Ansonsten ist es einfach toll. Es ist einfach super entspannt und alles herrlich. Und der Strand, vor allen Dingen, wenn du gehst, wir waren heute. Wann waren wir da? So gegen 11 waren wir am Strand, da waren wir praktisch alleine. Und um 14, 13, 14 Uhr waren wir immer noch alleine. Da waren also der Nächste, der neben uns liegt, der ist sicher 50 Meter weg. Und das ist ganz total, es ist einfach dieses Ganze, wenn du dann siehst, immer auf Mallorca und mit Menschen, inzwischen gehen Menschen zum Strand um 7 Uhr, um da mit Handtüchern irgendwelche Sonnenschirme zu besetzen. Immer stell mal vor, das ist dein Urlaub. Da würde ich ja verrückt werden. Also das haben wir hier nicht. Wir sind hier, der Herthasee ist ja eigentlich ein eingefallenes Bergwerk, glaube ich. Das ist dann wie so Ja. eine, ist ein ziemlich, ist ein See, überschaubar, kann von einer Seite zur anderen durchgehen, ohne dass geht das Wasser bis da und das war's.
Und es sind furchtbar viele Kinder hier, die auch mit Familien und so. Und es ist wirklich schön. Wir sind im dritten Jahr hier und spielen den ganzen Tag Karten. Zwischendurch gucke ich dann mal so nach, was im Netz passiert. Ne? El Hotzo zum Beispiel. Kennst du El Hotzo? Kennst du, ne? Ja, klar. El Hotzo ist ja auch. Also der ist ja jetzt rausgeflogen beim RBB, weil der ja geschrieben hat, der Unterschied zwischen beiden, zwischen Trump und einem Bus und dem letzten Bus ist leider verpasst irgendwie so. Ne? Und da hat Ja. der RBB den rausgeschmissen. Ja. Und Da hat er gleich nur einen nachgesetzt hinterher, hat das ja dann wieder gelöscht und hat einen hinterhergesetzt, von wegen, er feiert jeden Faschisten, der tot ist, oder man kann sich freuen über jeden toten Faschisten und so. Und jetzt ist El Hotzo mal weg, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Herr Böhmermann, das ist ja der Comedy-Himmler, der Comedy-Himmler Böhmermann, der wird ganz sicher ihm irgendwie Unterschlupf geben und ihn wieder für sich irgendwelche linksfaschistoiden Witze schreiben lassen. ja, aber Das Gleiche wo wir gerade gibt bei es beim Stern, ne? ja, Beim für Stern wen? gibt es ja auch Vogel. Beim Stern, wer denn? Ja, ich habe den Namen vergessen von dem, aber der hat sich jetzt furchtbar aufgeregt, dass El Hotzo rausgeschrieben ist, weil er gesagt hat, das wäre ein Einknicken vor dem Faschismus, dass man El Hotzo rausgeschmissen hat. Ich meine, dass solche Leute in den Verlagen arbeiten, das ist so peinlich, so unfassbar peinlich, dass diese ganze linke einseitige Mischpoke, die andere Menschen permanent ausgrenzt, die möchte, dass andere sterben und sowas alles, die alles das tun, was sie früher immer gesagt haben, das haben sie ja früher immer der CDU vorgeworfen. Also alles das, was sie immer dem Kohl und solchen Leuten vorgeworfen haben, das machen sie jetzt selber und zwar doppelt so schlimm. Und im Ja. Prinzip, die Werkzeuge, die sie nutzen, sind die Werkzeuge der DDR oder der Nazis. Das ist immer das Gleiche. Also als El Hotzo den Bayerischen Kabarettpreis gekriegt hat, da wollte ich ja meinen wieder zurückgeben. Bis mir dann, ich habe dann danach besucht und habe gedacht, ach, ich habe den Bayerischen Kabarettpreis gar nicht gekriegt, dann kann ich den ja auch nicht zurückgeben. Ja, Aber El schade. Hotzo, ja, der hat den gekriegt. Und ich finde das so interessant, dass der gesagt hat, Faschisten, er sieht gerne Faschisten sterben, weil dann müsste er ja auch, ich meine, eben will ich nichts über Böhmermann sagen. Also Böhmermann und Faschisten in einem Satz nennen, sollte man eigentlich mal machen. Also ich finde, Böhmermann ist ja auch so ein knallharter Faschist, der mit allen Mitteln das vorgeht, was ihm nicht kann. Und jetzt hat er Alles. verloren. Hast du mitgekriegt, dass der verloren hat? Ich bin ja mit Ralf Höcker befreundet und der hat, glaube ich, diesen Prozess begleitet, in dem Böhmermann sich mit diesem Imker angelegt hat. Dieser Imker hat ja Werbung gemacht mit dem Gesicht von Böhmermann und Böhmermann wollte das nicht und hat dann geklagt. Und das hat er jetzt zweimal verloren. Und was ich so schön finde, ist, dass Ralf Höcker jetzt aufgerufen hat, er weiß jetzt, wie es geht. Also es kann jetzt jeder mit dem Gesicht von Jan Böhmermann Werbung machen für ein Produkt und Herr Böhmermann kann da nichts gegen tun. Jetzt frage ich mich allerdings, wofür willst du Werbung machen mit der faschistoiden Hackfresse? Also, Kann ich sagen, kann ich dann überhaupt sag kein ich mal, Problem. Nein, es gibt dann doch, lieber es die gibt doch, aufgedunsene Dampfnudel. pass auf, nein, es gibt doch dieses kratzige, schäbige Toilettenpapier, dieses graue. Dafür ist das geeignet. Ja, das stimmt natürlich schon. Ne? Weil der ist Ja, für den Arsch. oder ja, Böhmermann genau, ist für den Arsch. Kann das man ist für machen. den Arsch. Kann man für Kann man. Toiletten. Ja. Oder gebrauchte Schüsseln, gebrauchte Kloschüsseln, Spucknäpfe auch, glaube ich, könnte man auch Ja. machen. Oder Restehöfe zum Beispiel. Ja, muss ich doch sagen. Womit wir wieder beim Käse sind, ich muss dir sagen, ich habe gerade so ein Schluck Fischchen getrunken, das war jetzt ganz schön an. Époissy, kennst du den Käse? Ja, selbstverständlich. Époissy, das ist mein Lieblingskäse. Das ist mein Aber der kommt, glaube absoluter. ich, aus der Schweiz, richtig? Aus der französischen Schweiz kommt der, oder? Jetzt weiß ich nicht. Also, ich esse den ja nur, ich hole den ja nicht ab. Also ich kaufe den bei mir im Käseladen. Ich weiß tatsächlich nicht. So schade. Ich dachte, das wäre. Ich dachte, ich könnte jetzt meine Beziehung spielen lassen und dir sagen, möchtest du mir bitte so einen Käse mitbringen? Das kannst du, lass die Beziehung spielen und schick mir einfach ein Bild. Und dann schick mir ein Bild von dem, den du haben möchtest, und ich werde ihn dir besorgen. Ah, du bist ein Schatz, muss ich dir sagen. Weil ich bin ja jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt ja hier Käseexperte und wir wollen ja einen, müssen ja im Prinzip sind wir fast schon verpflichtet, einen Cheese-Chat aufzumachen. Ja, das ist auch eine Tat. Ich finde das ja sowieso toll. Dein Kanal wächst und gedeiht. Bob's Late Night.
Da, wir geben alles. Aber jetzt im Moment leider mangels Orange können wir nicht richtig alles geben, weil der Mast kaputt ist. Ja, also ich hoffe, dass wir dann jetzt bislang, wie haben wir lange haben wir denn jetzt gesprochen? Ein bisschen was haben wir? Die wichtigsten Themen haben wir Ja, durch, wir haben, die Quellen. ist ja ein Urlaubs, also, es geht ja darum, du hast einen schönen Urlaub, ich habe einen schönen Urlaub, das haben wir berichtet, wir haben zwischendurch die Sachen aufgearbeitet, wir sollten einfach sagen, wir probieren es nächste Woche nochmal, es ist besser als nichts, letztes Jahr haben wir nichts gemacht, dieses Jahr bieten wir es ohne Geld und das ist fair, mehr als fair. Wir könnten ja auch sagen, die Leute sollen einfach in die Kommentare schreiben, worüber wir denn reden sollen. Ne? Ja. Dann reden wir nicht über die Hackfresse Böhmermann und nicht auf die aufgedunsene Dampfnudel Faeser oder so. Ich weiß gar nicht, ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ich habe das Gefühl, hier stellen die gleich auch ruhig ab. Wollen wir aufhören? Ja, be bevor es entgleitet. Aber du machst morgen die Kinderstunde und wir werden nächste Woche hören, ob du noch auf dem Campingplatz bist. Ja, genau, ich glaube, ich blicke hier runter. Okay, dann schicke ich dir ganz liebe Grüße. Liebe Bis Grüße, nächste schöne Ferien. Woche. Ja, Tschüss. tschüss.